Ja, ich glaube, mir platzt gleich die Hufschnur. Und trotzdem heiße ich euch herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors. Ja, willkommen hier. Den Aidsmann ist der Eule bei mir aus den Streams, also wer ihn schon mal gesehen hat. Er ist öfter mal da und es sind hier einige reingejoint, also relativ, ja, ich will nicht sagen nette Leute, aber scheinbar nette Leute. Der eine kam dann auch nur zum Spenden. Ich weiß nicht, was hier los ist. In diesem Clan ist irgendwie im Moment der Wurm drin. Ja, also Hocker hat schon den Rotstift angesetzt, vor allen Dingen nach meinem Video vom letzten Mal. Und hier sind jetzt einige gegangen worden, die werden es aber wahrscheinlich nicht mal merken, dass sie gegangen worden sind, weil die sind einfach inaktiv. Und ich scroll hier mal, was hier so passiert. Okay, der Dr. Pille hat uns jetzt verlassen im letzten Clan-Krieg. Ich hatte ja gesagt, der ist wirklich ultra spannend und ist er auch. Aber der Dr. Pille hier hatte jetzt auch nicht so wirklich viel CK-Stellen. Da haben wir auch nicht wirklich was von erwartet. Jetzt ist er im Clan 1064 Generation. Da könnte ich auch reingehören. Und da plötzlich kommt hier Niggi in den Clan rein, Level 49. Dann fragst du, wer hat die hier reingeholt? Und dann platzt mir die Hutschnur. Komm, ich spare mir die Kommentare. Wenn das einer von eurer Twinkster-Versorgung ist, dann sollen sie das einfach sagen. Nein, wisst ihr was? Ich werde hier gleich alle degradieren zum... nur noch zum Member machen und dann bleiben solche Sachen aus. Also, tut mir leid, da habe ich... Ey, sag mal, ticken die nicht richtig oder was? Das kann nur einer von den Neuen sein, der das macht. Und er will sich nur nicht zu erkennen geben, spielt jetzt wahrscheinlich das Spielchen immer wieder. Und dann will ich da schon mal tippen. Ich mache alle Älteste zum Member, damit das aufhört. So, ich mache gleich alle Member, mache ich jetzt, alle Älteste mache ich einfach zum Member, dann hört das auf, dann haben wir hier nämlich nur noch Hocke, Vize und Member. Ende. Dann kann hier keiner mehr irgendwelche komischen Typen einladen oder irgendwelche Accounts. Meine Herren, ey, hier riecht sich nur noch auf in den letzten Tagen. Und natürlich rege ich mich auch über den Clan-Krieg auf, aber schwerer Gegner, starker Gegner und der Hammer ist, in den ersten 38 Minuten, ich scroll mal ganz nach unten, haben die uns mal eben zerlegt. Deswegen habe ich ja gesagt, beinharter CK hier und ihr seht das hier, 22 Stunden, 6 Minuten, also überall, wo dann schon mal ein Stern offen blieb, also so wie hier beim Patrick hier unten, das haben die dann ruckzuck ausgebügelt, ja. Ich scrolle das mal so ganz langsam hoch, ja, und ihr seht das hier, wurde so im 3-5 Minuten Takt angegriffen. Und erstmal, ja, also ganz, ganz traurig, wurde auch eben mal Hocke, wir mal wieder gedreisternt. Ja, ist ja auch nur der erste bei uns. Und als wenn das so eine Selbstverständlichkeit wäre, oh, Hocke kassiert 3 Sterne, ah, ja, ist ja normal. Ja, aber die haben das ratzifatzi hier gemacht. Und irgendwann nahe kamen dann auch von uns ein paar Angriffe. Hocke seiner war eigentlich gut, also stabil. Und dann auch von unseren ersten RH9ern, die dann angegriffen haben, Gara auch knapp mit 90%. Also enge Geschichte hier. Ich habe dann auch irgendwann mit Alex angegriffen. Undankbare 99% habe ich die Krise gekriegt. Und so ging das hier weiter. Habe dann auch meinen zweiten noch mit Alex gemacht. Aber der ist dann voll in die Duden gegangen. Ja, und also der Gegner hat uns hier wirklich auseinandergenommen. Kann man nicht anders sagen. Ihm fehlen nur 3 Sterne. Das haben wir nicht kompensieren können. Ich habe jetzt noch 2 Angriffe offen. Und vor allen Dingen hier unten im RH9-Bereich. Im RH9-Bereich bleiben wieder Sachen auf. Das gibt's einfach nicht. Das kann nicht sein. Und vor allen Dingen dieser hier, der mich ja schon so geärgert hat, der ist gleich als erstes dran. Aber egal, wir gucken uns trotzdem den einen oder anderen Angriff an, denn schlecht angegriffen haben wir diesmal nicht. Ja, also wir haben schon stabil angegriffen hier, also zumindest die, wo man weiß, ja, die machen eigentlich stabile Angriffe. Wenn sie mal verreißen, verreißen sie auch mal, gar keine Frage. Aber ich denke mal, auf so eine Base, da verreißt der Patrick nicht mehr mit den Helden und auch mit der Truppenkombination hier auf dieses RH10 hier, was ja nun RH10 darstellt. Aber ich meine, der RH10 hat natürlich bei uns 2 RH9er mit Leichtigkeit gedreiert. Ist aber nicht so schlimm, haben wir uns gar nicht drüber aufgeregt, über diese kleine Misere hier. Also da sehen wir jetzt schon rüber hinweg. Aber dennoch einige im RH9-Bereich. Ich
Ihr habt das in den letzten Videos ja vielleicht gesehen. Ich habe auch den einen oder anderen schon angesprochen mal. Fatboy. Er hat zwar mit beiden Helden angegriffen, aber wie? Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, habe gedacht, Alter, du kannst doch mehr. Ja, die machen dann nichts aus ihren Truppen. Weißt du, da haben die 27er, 25er Helden und dann machen die da nichts drauf. Da machen die immer noch diese Drachenscheiße, die sie schon die ganze Zeit gemacht haben hier bei uns. So, ich muss das mal so benennen. Und dann, da kriegst du irgendwann mal einen Hals. Ich weiß gar nicht, wie dick der Hals im Moment von Hocke ist hier auf diese Truppe. Und Hocker hat sogar den Vorschlag gemacht, hier einen 50er-Clan-Krieg am Wochenende zu spielen. Also wir laden euch ja ein zum 30er-Clan-Krieg. Und wenn ihr hier reinkommt, dann schreibt einfach, ich bin für den 30er-CK da oder für den großen CK am WE. Dann wissen wir das, dass ihr mit uns mitspielen wollt. Bitte nicht keine R8er, R9er wollen wir denn doch schon haben. Wenn es denn noch R8er sind, ich diskutiere das heute Abend nochmal aus in unserer Gruppe, dann nehmen wir sicherlich auch ein paar R8er mit. Da müssen das aber auch ein paar sein. Also ich nehme mal so eine Zahl, Minimum 10 Stück. Und ja, das ist dann natürlich schon ganz schön viel. Aber dennoch werden hier heute auch noch einige Köpfe rollen. Also das weiß ich. Das weiß ich, wie ich nichts weiß, wie ich den Hock kenne. Und ja, und wir nehmen am Wochenende alle mit in Clankrieg. Also es wird vermutlich tatsächlich ein 50er. Denn das wird dann einfach mal so ein Aussortierungs-Clankrieg. Wir checken einfach mal unsere Leute, wo wir den Status ja schon seit Wochen teilweise nicht kennen. Und wenn die da nicht angreifen, wir rechnen ja damit, dass sie nicht angreifen, wir nehmen das einfach in Kauf. Dann fliegen die. Dann Hocke hat mir heute geschrieben, du, dann schmeiß ich 30 raus und suche mir lieber 30 neue. Ja, kann man natürlich auch mal so machen. Kann man dann Neuanfang nennen oder so. Keine Ahnung. Mann. Also ihr seht das hier, ich rege mich jetzt nicht wirklich auf. Ja, ich rege mich natürlich fürs Video auf, aber so ein bisschen innerlich kann ich ja auch nicht ganz außer Haut fahren hier. Sonst denkt ihr auch, oh Gott, hier beim Toto in dem Clan, da herrschen hier klare Hierarchien und voll die harten Gesetze. Nein, ist nicht so. Ja, wer hier nur ein Stern oder null Sterne holt oder gar nichts holt, der ist nicht gleich raus hier. Da kann man darüber reden. Man kann sagen, Mensch, üb mal ein bisschen. Oder man kann ja auch fragen, wie würdet ihr diese Base angreifen? Ich weiß, der Bärwolf, der macht das ja immer. Der sagt immer ganz klar seine Truppe an. Sagt, Leute, hier, die Base mache ich gleich mit Hexen, mit Pekka und Heiler-Kombi oder mit Hexen-Heiler-Kombi. Und zwar von Seite Nordwest über Queen. Und dann guckt da einer drauf, da guckt immer einer drauf. Und sagt, yo, kannst du machen? Oder sagt auch vielleicht, ja, vielleicht gehst du doch eher auf 2 Uhr und fängst da an zu funneln. Und dann überlegt man das nochmal. Also diese Vorgehensweise, die kennen wir ja hier fast gar nicht mehr. Da ist ja fast eingeschlafen. Und das finde ich auch sehr traurig. Muss ich echt sagen, das finde ich sehr traurig. Hier wird über den Clankrieg sehr wenig kommuniziert. Auch der Doktor eben hat einfach so angegriffen. Ja, ich meine, wir haben natürlich haben wir verloren. Ich werde hier ja jetzt den Krieg nicht umreißen. Aber wir hätten vielleicht noch mal rankommen können, wenn denn unsere Elfer 10er gemacht hätten, 10er gedreiert hätten, ich vielleicht noch den zweiten Stern auf die Nummer 2 hole. Also ich mache auch noch auf einen Elfer heute einen Live-Angriff. Und dann ja, hätten wir das ganze Ding vielleicht ein bisschen knapper für uns ausgehen lassen können. Ist halt so. Ja, aber ihr seht das hier. Also so geht es natürlich nicht. Okay, Lukas, Valkyren, überdenkt das nochmal bitte. Also die sind gut, die sind zu gebrauchen. Aber womöglich nicht hier im Clankrieg. Und ich denke mal, ich schalte jetzt mal eben aufs Tablet um. Und dann nehme ich mir eben erstmal den 9er vor. Okay, dann sind wir hier bei Nummer 9 angekommen. Und ich scoute den jetzt nochmal eben. Also der Alex-Account bei mir hat hier schon 99% geholt. Das hat an der Queen-Platte gescheitert. Die habe ich vergessen. Beziehungsweise da war die Zeit leider um. Und bin mit dem Alex hier über diese Ecke reingekommen. Mit einem Packerwalk. Der also gleich die Queen mit erledigt. Das mache ich diesmal nicht. Ich nehme diesmal Riesen über diese Seite hier. Und denn meine Riesen, die gehen ja von Dev zu Dev. Ein Packer geht ja auf alles. Und deswegen erhoffe ich mir natürlich hier, dass meine Riesen erstmal hier hinlatschen. Erstmal diese Ecken abgrasen. Und dann wollen die natürlich immer so zu Dev-Gebäuden hin. Mal gucken, ob mir das gelingt. Wenn mir das jetzt nicht gelingt, dann ist es halt so. Aber mal sehen. Ich denke mal, die Truppe hier, die wird's vielleicht machen. Keine Ahnung. Ich habe ja auch Hog Rider. Ich nehme mal Hog Rider. Ist ja auch mal eher selten, dass ich die nehme hier. Und habe natürlich auch so ein bisschen sowas wie
den Babydrachen hier drin, den verschleudere ich, glaube ich, hier mal. Und dann komme ich jetzt hier einfach mal mit den Riesen. Die gehen natürlich erstmal auf die Def hier. Das sollen sie auch, das ist gut so. Und ich muss allerdings noch ein bisschen funneln hier. Das mache ich mal mit so ein paar Bowler. Und nehme hier auch einen Bowler. So, dann ziehen wir hier mal erstmal die Queen jetzt schön nach. Und ja, ich warte mal mit dem King noch. Kommt, ich will euch mal ein paar Mauerbrecher. Ich warte jetzt mal noch mit dem King. So. Und ich habe auch einen Sprungzauber dabei. Für meine Truppe hier. Und jetzt muss ich allerdings schon ganz hart hier... Oh nein. Oh, was heilen die? Die heilen den einen Bowler. Ich kriege die Motten, ey. Naja. Naja, ich hoffe, dass meine Helden jetzt mit den Truppen hier trotzdem durchgehen. Und vielleicht wechseln die ja. Dann sollen die Heiler mal noch ein bisschen mehr tun hier. Ist mir jetzt auch egal. Dann gehen die hier jetzt erstmal ganz alleine durch. So. Und dann schwenken die jetzt darauf. Das ist sogar cool. Aber jetzt passt mal auf, was noch viel cooler ist. Wenn der hier gleich weg ist, der eine Bowler hier, dann kommen hier nämlich meine Hogs mit ins Spiel. So. Und denn jetzt werden schön die Hogs hier geheilt. Jawohl. So habe ich das zwar nicht geplant, aber so machen wir das jetzt einfach mal. So, hier hinten ist eine Tesla-Farm, das wissen wir. Und da schicke ich jetzt mal die restlichen rein, auch unter Heilung. So, damit ich hier nichts vergesse, schon mal ein bisschen klären. Oh, ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen leiser. Das tut mir leid an der Stelle. Und jetzt kriegen meine Hogs zwar schon so ein bisschen Beschuss hier. Aber ich hoffe, dass das wird nicht reichen. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Ich muss noch meinen King eben zünden. Aber da hinten ist auch nichts mehr. Und na komm, die Queen wird ja jetzt wohl den King machen. Oh, der hätte fast meine ganzen Hogs erwischt, aber hat er nicht. Und ich zünde jetzt auch schon meine Queen hier. Entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen leiser wurde. Ich habe gerade ein bisschen nach unten geschaut und habe ich irgendwo was in den Ecken vergessen? Nein. Mann. Oh, was ist das denn für ein Armada? Wo wollen die denn alle hin? Na, jetzt geht die Queen da hinterher. Also, naja, komm. Die gehen auf den Lakaien, das ist mir auch egal. Den werden den Lakaien eh nicht schaffen. Und ja, also erster Racheakt hier geglückt, aber leider nur ein Stern. Jetzt haben wir 37, naja. Mal sehen. Zweiter Angriff auf den Elfer. Also den haben wir erstmal gemacht hier. Und nicht damit der Gegner denkt, hier seine Base wäre so gut und hier scheitern Max 10er dran. Also das wollte ich jetzt auch auf jeden Fall vermeiden. Der Angriff war zwar Murks, aber er war immerhin ein Stern mehr. Und ich nehme mir danach die Nummer 2 hier vor. Wir können mal schauen, da hat der Dr. Pille einen Stern geholt. Und wie ich mir das Ganze vorstelle, das zeige ich euch dann kurz vorm Angriff. Aber ich schalte kurz mal wieder um auf den PC und dann gucken wir uns da lieber noch ein paar Angriffe an. Oh, das ist ja cool. Ich habe noch einen Live-Angriff hier sogar drin vom Patrick. Ah, den haben wir jetzt zwar eben schon gesehen, aber ist ja nicht so schlimm. Mal sehen, wie er sich diesmal mit dieser Truppe schlägt. Also ich glaube, so ein bisschen ist das auch seine Lieblingstruppe. Und mal gucken, wie er hier durchgeht. Aber man sieht das hier, oder nicht man sieht das hier, sondern man weiß das. Ja, Patrick ist einer, den klammer ich mal aus von dieser komischen Geisteraktion hier, die hier heute bei uns stattfindet. Also irgendwie hat man ja das Gefühl, dass bei uns spukt. Und deswegen, ja, ich glaube, Patrick ist auch bei uns in der WA-Gruppe. Wir haben zwei Stück, nämlich eine, ich nenne sie mal normal, da bin ich nicht mehr drin. Da wird mir dann doch ein bisschen zu viel getippt für mein Alter. Und in einer, ja, so einer Anführergruppe, also einer Vize-Anführergruppe, die wir noch haben. So, mal gucken, wo er jetzt mit seinen, da hinten kommt er mit seinen Hogridern rein. Und dann muss ich ein bisschen rein hier. So, dann gucken wir mal, wie die so gehen. Ah, Queen ist auch noch am Start. Hier auch kleine Tesla-Farm. Ich hoffe, der Patrick hat, ich denke mal, er hat vorher den Angriff auch gesehen. Denn ich mache die Angriffe ja auch nicht umsonst so, wie ich sie dann mache, weil ich sie vorher schon gesehen habe. Ja, was heißt vorher? Also ich weiß dann schon, dass so hier und da, schön den Queen gegiftet, nein, den King gegiftet, dass der nicht mehr so viel Schaden macht und langsamer wird. Super gemacht hier, denke ich mal, der Einsatz von dem Giftzauber hier. Okay, da war jetzt nur eine Bombe. Ah, sehr ärgerlich, der eine Hogrider wird es nicht überleben, aber ich denke mal, er hat noch ein bisschen Cleanup, hat die Queen noch dabei. Was macht die Queen? Jawohl. Die Queen geht ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Mauern. Ja, ich mache die Mauer.
Ich mache hier die Mauer auf, weil ich bin ja auch gerade erst durch die Mauer gekommen. Oder durch sicherlich durch irgendeine andere. Ach nee, sie kam ja von außen, will jetzt wieder innen rein. Das heißt also, nach Adam Riese wird sie gleich nicht außen rumlaufen, sondern sie wird wahrscheinlich versuchen, diese Mauer hier zu machen. Nein, sie macht erstmal den King. Ah ja, okay, das ist ja der gegnerische King. Ich dachte gerade, das wäre der Freundschaftsking. Aber die King, die Queen Platte. Oh, sie geht doch rum. Donnerwetter. Und hier hinten der, ja, der Bogenschützenturm ist Geschichte. Also ich denke mal, das sind 3 Sterne. Und das wird der Bogenschützenturm dann auch nicht mehr schaffen. 20 Sekunden Zeit noch. Queen hat jetzt zwar einen weiten Weg und muss dann ja erstmal zur Mauer. Aber gut, dass wir einen Päcker haben, der sich hier durch die Mauern bohrt. Und eine kleine Bogenschützin, die hier für die 100% sorgen. Super gemacht, Patrick. 3 Sterne hier für uns. So, ich glaube, jetzt bin ich bereit für den zweiten Angriff. Und ja, ganz merkwürdig. Ich check nochmal das Wireless LAN. Also ihr seht, das hat fast vollen Ausschlag. Und trotzdem hatte ich eben zweimal hier Verbindungsverluste. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin hier umgeben von Netzwerken, von Wireless LANs und trotzdem verliert man es. Aber ja, ich muss mich da jetzt einfach drauf verlassen, denn ich will auf gar keinen Fall den Angriff am PC machen. Also gucken wir nochmal rein hier in diese Base. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt auch ein bisschen besser. Und wie ich mir das Ganze gedacht habe, also wir funneln hier erstmal diese beiden Minen und Sammler weg, beziehungsweise die Sammler. Auf der anderen Seite brauchen wir es nicht machen. Und dann klären wir hier diese Seite mit einem Golem und Bola in Wut. Und das Ganze machen wir auch, genau das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Ich hoffe, dass ich dann ein paar Mauerbrecher da durchbekomme. Und zumindest um hier diese Mauer aufzumachen. Hier dann irgendwo den Sprung angesetzt. Ich denke mal hier so in Richtung der Clanburg und dann hoffen. Hoffen einfach mal, dass wir irgendwo das Rathaus erwischen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe. Das ist meine Armee dafür. Und ich gehe einfach mal rein. Ich habe nichts zu verlieren hier, also hau drauf. So, wir gehen rein. Und das Game startet. Also, was habe ich mir gedacht? Erstmal den hier weggefunnelt und den weggefunnelt. So, jetzt können wir ja eigentlich schon mal, ja, wir können schon mal den einen oder anderen Prozent machen. Nämlich hier und hier. Und dann schicken wir schon mal den ersten Golem jetzt los unter Wut. Ich muss jetzt mal gerade gucken, schmeißt man jetzt den Wut zuerst oder schmeißt man jetzt eigentlich den Bowler zuerst? Ich denke mal, wir nehmen erstmal den Wut. Den. Oh. So. Ein paar Bowler dahin. So. Dann kriegen die jetzt schon mal ja so ein bisschen Feuer hier. Das ist keine Frage. Und das Ganze machen wir auch hier. Und ich hatte ja gesagt, wir wollen hier schon mal so ein paar Mauerbrecher rein haben und ziehen ja jetzt unsere Clanburg hinterher. Okay, die Mauerbrecher haben es da nicht gebracht. Schade auch. Dann muss es vielleicht jetzt der Golem hier bringen an der Stelle. King rein, Queen rein, Bola rein. Oh, ich komme da nicht durch, oder? Na scheiße, ich komme da nicht durch. Also das ist ja echt zum Kotzen, ey. Ach, naja. Aber mein Plan ist gar nicht mal so schlecht, oder? Mein Plan ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ich komme zumindest schon mal in die Mitte rein und mal sehen, ob wir das Rathaus da ankratzen. Na komm, King. Ah, schade. Schade, schade, schade. Und das ist auch noch ein Mul. Na, kriegen wir das Rathaus? Nein, wir kriegen das Rathaus. Na, krieg ich das Rathaus diesmal? Ja, ich kriege das Rathaus diesmal. Immerhin. Immerhin 1 Stern. Okay, da fehlt mir natürlich jetzt der 2. Stern, aber 8%. Ich bin nah dran. Und ihr seht, da sehe ich Fieber. Ich fieber selber ein bisschen mit. Also, so eine Kombi funktioniert. Immerhin 1 Stern. 8% fehlen mir am zweiten Prozent oder am zweiten Stern. Und ja, gar nicht mal schlecht. Ich denke mal, kann ich mal wieder persönlich mit leben. Ich habe nicht gefehlt auf diese Base. Die Idee war, glaube ich, gut. Die Taktik war semi-optional. Ich hab nicht gedacht, dass die Clanburg so früh rauskommt. Und wenn meine Mauerbrecher da durchgegangen wären, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Ja, die muss ich ein bisschen besser timen. Aber gar nicht mal so schlecht. So, und ich hatte ja eben gesagt, wir springen auf den PC. Das habe ich gar nicht gemacht. Deswegen zeige ich euch jetzt noch ein paar nette Angriffe. Denn ich hatte ja gesagt, es ist ja gar nicht so schlecht gewesen, was wir hier eigentlich in diesem CK gemacht haben. Also, wir sind ja oben auch nur mit 3 Elbern, genau wie der Gegner. Obwohl der Gegner hatte zwar 4 Elber, aber der vierte war ein 10 Halber oder ist ein 10 Halber. Und deswegen ja, ist es eigentlich, ja, in solchen CKs ist es Pflicht, dass die
RH 11, 4, 10er, 3er. Und ich weiß, das können unsere Leute auch, gar keine Frage. Denn letztendlich gerade so eine Ringbase, die hatte ich mir eigentlich erst vorgenommen, hier die 5er. Aber vielleicht war ich diesmal auch wieder extra zu langsam, weil ich so ein bisschen den Braten gerochen habe. Denn wenn unsere Elfer oben stabil angreifen oder wie der Gara hier auch auf den Zehner hier 3 machen, dann kann ich mich natürlich so ein bisschen weiter nach unten orientieren, weil man guckt natürlich und sieht, Mensch, die Neuner, oh, die packen es nicht und dann müssen wir Zehner irgendwo dran. Und ihr habt es ja gesehen in meinem ersten Angriff, da muss halt der Zehner, der an 4 gelistet ist, mal eben den Neuner machen, der noch ein RH9 ist. Ja, so ist das dann nun mal. Und wenn das dann oben noch ein bisschen besser gelaufen wäre, auch bei uns, dann hätte das hier vielleicht ganz anders ausgehen können, beziehungsweise unten jetzt eigentlich besser laufen können oder müssen, denn oben hat uns ja auch gar nicht so viel jetzt gefehlt. Ja, und mit dem zweiten Stern, den ich jetzt leider versäumt habe, also an den 8%, da arbeite ich, gar keine Frage, aber es ist bockschwer als Zehner überhaupt bei Elfern 2 Sterne zu reißen. Und ich bin ja jetzt schon mit dem einen Stern zufrieden. Oftmals hole ich ja gar keinen Stern, dann mache ich eigentlich die Angriffe, dann sind meine Angriffe hier fast Ressourcenverschwendung. Aber ist natürlich nicht so, im Clankrieg sind die Ressourcen, denke ich mal, egal. Da gibt man aus, da spendet man. Und so ein Clankrieg ist dann sauteuer für den einen oder anderen. Manchmal, ja, ich will nicht sagen, habe ich das Gefühl, ich bin hier Alleinspender, weil ich natürlich hier 2 Chars in den Clan habe, manchmal ja sogar 3. Und da spende ich mir natürlich die Truppen hin und her, gar keine Frage. Aber ich habe dann immer so ein bisschen so, ja, wenn dann einer was fordert, hab ich immer so das Gefühl, so, ah, Thorsten, den muss er jetzt spenden, sonst ist er schlecht drauf. Denn wenn ich jetzt was fordere für mich und gebe mir auch noch selber Truppen, dann sagt er nachher wahrscheinlich, wieso kriege ich keine Truppen? Ist natürlich nicht so, aber so ein bisschen will ich ja auch dann in meine Angriffe reinkommen. Und wir sehen hier 1 auf 4, also der Hocke hat ja auch seinen ersten eigentlich ganz stabil gemacht. Und das ist der 10 halber, den ich eben angesprochen habe. Also ein Rathaus 11 ohne Adler-Diff und auch noch mit noch nicht ganz so starker Defense. Also ich würde sagen, das ist noch RH10 hier. Ob das die Größe eines RH11 hat, da müsste man jetzt die Mauern zählen, das weiß ich nicht. Und aber schöne Kombi hier, denke ich mal, mit den Hexen und den Bowlern. Also komplett diesmal ohne Heiler. Manchmal macht das er mit Heiler, manchmal macht das ohne Heiler. Aber ich denke, er kommt hier gut rein. Und ich hatte ja gesagt, ich kläre das fürs Wochenende mit den R8ern. Also guckt in meine Kommentare rein. Dort werde ich das reinschreiben. Es sei denn, es kommt morgen noch mit im Video. Das muss ich dann irgendwie reinbringen. Oder am Freitag noch. Muss ich mal schauen. Wir wollen natürlich freitagsabend schon starten. Ich denke mal, so 9 Uhr werden wir starten. Denn der startet dann ja Samstag. Relativ pünktlich, will ich mal so sagen, zum Stream. Und wenn ihr also Bock habt, dabei zu sein, also A im Clankrieg und B natürlich im Stream, dann könnt ihr der Welt beweisen, was ihr für gute Clash of Clans Spieler seid. Das ist ja auch mal nicht schlecht, ja, das ist Eigenwerbung. Und es braucht niemand Angst haben oder so, also es wird hier keiner angejohlt oder weiß der Geier oder angeflamed, wenn er hier fehlt. Und wenn er dann halt live fehlt, dann fehlt er halt live. So ist das. Und ich finde aber, genau sowas gehört dann auch voll dazu. Und aber wenn ihr Bock drauf habt, also ich kläre das erstmal mit unserer Führung hier, ob wir ein paar RH8er aufnehmen, aber es müssen dann mindestens 10, ist bestimmt übertrieben, aber so 5 8er müssen wir mit unten drin haben, sonst kriegen wir ein schlechtes Matchmaking, wenn wir nur einen dabei haben oder 2. Also so 5 bis 7 sollten es dann schon sein, die einfach mal hier mitspielen. Aber wie gesagt, guckt in meine Kommentare, am besten unter dieses Video hier. Denn das kommt ja jetzt am Mittwoch raus und am Donnerstag kommt eine Dorfbesuchsfolge raus. Da kann sein, also wie gesagt, irgendwo schreibe ich das in die Kommentare rein, dass wir auch Achter mitnehmen. Ansonsten fragt einfach an, beziehungsweise fragt nochmal über die Kommentare an, dann werde ich die beantworten. Das wisst ihr, dass ich in der Regel so einen Tag später auch alle Kommentare immer mal wieder beantworte, wenn nicht sogar am selben Tag. Und deswegen kommt ihr einfach rein. Also 50 Minuten geht der CK noch. Der CK hier ist eigentlich um, auch von dieser Stelle hier. Und ich würde sagen, wir machen hier gleich weiter mit unserer Aufräumaktion. Schade auch, ne? Aber ich meine, sind wir mal ehrlich, du kommst hier neu in einen Clan, bist grün, stellst dich hier vor, 0-0, dann guckt man mal, was macht denn der? Abgefarmt. Geht nicht. Das ist ein No-Go.
Und deswegen machen wir gleich weiter mit der Säuberung. Der wird ja eh nichts mehr holen und der wird sich auch nicht mehr ausreden können. Und wenn er denn eine Ausrede hat, dann kommt er einfach nochmal rein. Dann kann man auch drüber sprechen, aber erstmal brauchen wir hier den Platz. Und der eine oder andere wird ja sowieso noch gehen. Deswegen gehen wir auch ihn hier und tschüss. So, ja, das ist eigentlich von mir gewesen. Also bleibt einfach dran. Ich freue mich auf den Samstag, vor allen Dingen auf den Livestream hier mit dem großen CK. 30er, 50er, keine Ahnung, was es wird. Da lassen wir uns alle überraschen. Bis dahin, euer Toto. Pläscht.